des Teufels General. Einer der spannendsten Konfliktstoffe unserer jüngsten Vergangenheit war Karl Zuckmeyers beispielloser Erfolg an den dramatischen Bühnen des In- und Auslands. Jetzt erleben wir des Teufels General als Film, gestaltet von Helmut Keutner und einer großen Zahl unserer prominentesten Schauspieler. Hier ist VL41. Er ist eben reingefahren. Jetzt ist er in der Wohnung, Kopf. Ja, allein. Jetzt versuch mal, ohne Witze zu sagen, was los ist. Was ist für ein komischer Draht da am Fenster? Was ist denn das für ein Draht? Warum fragen Sie mich denn? Haben Sie einen Verdacht? Hauptmann Pfundmeier und drei Herren vom Kampfgeschwader Eilers. Meine Herren, ich habe die Ehre, Ihnen zu Ihren Auszeichnungen zu gratulieren und Sie in unserem kleinen Kreise willkommen zu heißen. Danke, Gehorsamst, Herr General. Tunde, euch der Rübensau! Und nun, ihr Sanitätsgefreiten, leise Gang vorbei, Bussi, der seit 3 Jahren keinen Heimaturlaub gehabt hat, zur Geburt eines kräftigen Stammhalters. Wie ein Wunder kam die Liebe über. Was suchst du überall, Harry? Eine gewisse Musik macht mich immer so... Bei mir ganz im Gegenteil. Von morgen. Ich weiß, Sie mögen den Parteibetrieb nicht. Ich weiß aber auch, dass Ihnen die Monokelfritzen vom Generalstab noch viel weniger sympathisch sind. Sie verabscheuen Konventionen, Sie sind volkstümlich. Ja, Sie haben das Zeug zu einem Volksgeneral. Warum ruinieren Sie sich, Harry? Haben Sie das nötig? Was mache ich? Was geht denn das hier an? Ich kann das nicht mit ansehen. Es gibt nicht viele Männer auf der Welt. Richtige Männer. Wo wollen Sie denn hin? Wenn Tante Olli kommt? Jenny, wie siehst du denn aus? Sie haben nichts gesehen und nichts gehört. Sie werden sonst Unannehmlichkeiten haben. Verstanden? So, du alter Saufkopf, nun machen wir dann ins Bett kommst. Doch keine Art für einen Familienvater, jede Nacht durchzumachen. Aber leider keine Zeit, Herr General. Ich muss mal fotografieren lassen. Dann du? Ja, meine Frau war jetzt ganz wie ich aussehe. Na, wird's bald? Ich habe mir gedacht, wenn ich auch fürs Leben nicht tauglich bin, zum Sterben reicht's bestimmt. Ich weiß, Sie verachten mich jetzt, aber ich konnte nicht anders. Ich bin in einer furchtbaren Lage durch Ihre Schuld. Aber das ist doch eine ganz abenteuerliche Vermutung. Was kann eine Frau schon tun? Warum tut ihr denn nichts? Ihr Männer. Diese Welt ist wunderbar, glauben Sie mir. Wir Menschen tun zwar sehr viel, um sie zu versauen und haben auch einen gewissen Erfolg damit. Aber wir kommen nicht auf gegen das ursprüngliche Konzept. Und das Konzept ist gut. Als ein überzeugendes Dokument realistischer Zeitdeutung sehen Sie des Teufels General in Kürze in diesem Theater.